Hallo ihr Lieben und auch die nächsten Netten. Herzlich willkommen zu meinem ersten Mal mit Narita Boy. Mal wieder ein 2D Pixel Jump'n'Run auf Oldschool getrimmt, aber neu. Ich habe kurzes Tutorial gespielt, ich kenne die Steuerung, weiß, dass ich schon mal einen Hassgegner habe. Ihr werdet sehen, die kommen garantiert öfter, diese kleinen Viecher. Spielst mit Controller, aber auf dem PC. Ja, mehr sage ich dazu gar nicht. Rein, ihr werdet es gleich sehen, ist so ein bisschen Techno-mäßig. Also, was heißt Techno? Jetzt nicht ne, Musik, sondern es ist so ein bisschen wie Tron, bloß als Spiel. Also, wir spielen so in so einer Computerumgebung, nenne ich es mal. Also, ihr werdet sehen, ne, da ist ein Motherboard dabei und was auch immer. Und wir gehen einfach mal rein, unterirdischer Garten. Wir müssen da nämlich irgendwas finden. Badam, badam. Und dann haben wir hier. Genau, ihr seht's, ne? 2D Jump'n'Run, Plattformer, Hack'n'Slay, was auch immer man das nennen will, das Genre. Ja, man kann hier auch immer ganz viel reden. Hier, drei algorithmische Altäre. Es ist immer viel mit Algorithmus und Code und ihr werdet sehen. Also wir werden diese drei, die so mächtig ist wie die Trichroma selbst, wird den Symbol aktivieren, mit dem Agenten Hauptstadt des scharfen Maschinen kannst du in eine Region des Codes gelangen. Okay. Sehe die grundlegenden Symbole der Trichroma, den metaphorischen Ausdruck setzt man Codes genau an. Es gibt immer drei, vergiss nicht, drei, eins für jeden Strahl. Okay. Ja, ich habe hier so ein Dash, wie ihr seht, mit dem kann ich auch ausweichen und so ein bisschen weiter springen in der Luft. Ist jetzt kein Ori Will of the Wisps oder Blind Forest Movement hier. Ich habe auch keinen Doppelsprung. Ich kann hier zwar Wände hochlaufen, aber. Ne. Also gucken wir mal, wo wir hingehen. Aha. Ja, ich kann hier so einen Dreiercode eingeben, wie es gesagt ist. So Warte, mich teleportiert jetzt wirklich irgendwo hin. Ah, nee, doch nicht. War falsch. Ja, Ah, warte, die Zeichen. Viereck, Punkte, Viereck. So nämlich. Der Viereck, Punkte, Viereck. Der träumt unser Ziel, der Gute. Zack. Ah, genau. Hier fehlt noch das dritte Ding. Da können wir hier dann wahrscheinlich rein. Aber jetzt kommen wir bei Baba, in Babas Höhle. Opti-Mopti. Aber schauen wir erstmal, was Baba sagt. Ich war mir sicher, Narita Boy, dass ich komme hierher. Ich wusste einfach, gerade mal 20 Pixel. Ja, im Quellcode hatte ich kommentierte Zeilen gelesen, die mich ahnen ließen, dass ein Held kompiliert werden würde, der das Gleichgewicht der Strahlen. Ja. Meine dann zu Gläubige, doch meine Brüder, die in unserer Höhle aufgewühlt haben, sich nach und nach abgeschalten. Und ich, Baba, bin noch hier, ein Programm, das schon immer auf dich gewartet hatte. Bevor ich den technischen Schritt geben kann, den du benötigst, musst du dich einen Gefallen bitten. Vor kurzem, seit der Ankunft von Him, das ist der Gegner, Him, ganz böse, ein Portalereignis erschienen. Ja, ich soll das wahrscheinlich schließen. Kannst du mir dabei helfen, es zu untersuchen? Vielleicht haben wir noch Zeit, um einen weiteren Ansturm der Stallion, zur Region zu verhindern. Wir müssen sie um jeden Preis in Schach halten. Opti-Mopti, wirklich. Ne, war richtig. Ich habe schon gedacht, ich bin jetzt tot. Okay, wenn solche geskriptete Sequenzen kommen, muss ich. Ist das Him? Lord VHS. Ja. Haha, du bist Digitalheld. Wie kann ich heben sich von einer Sprite? Der gerade mal aus 20 Pixeln besteht, ja. Und Him, Technoschwert bringe. Ja, Technoschwert. Das, was ich habe, ist das einzige Schwert, was diesen bösen, bösen Code zerstören kann. Stirb. Lord VS. Ah, Bosskampf. Ja, Bosskampf. Ach, schön, dass ich auch nur mit drei Leben reingehe. Okay, also er lässt das über den Boden fahren. Und beamst dich weg.
Okay, er lässt immer was über den Boden fahren bis jetzt. Da kommt noch irgendwas. Ach, er beamt sich immer auf mich drauf. Klar. Klar. Rest in Peace. Das erinnert mich auch so ein bisschen an einen Broforce. Auch so ein 2D-Schnetzelspiel. Da ist auch immer so, Rest in Peace, Bro. Ist hier fast auch, bloß Bro fehlt. Broforce fand ich ein sehr cooles Spiel, muss ich sagen. Fand ich sehr lustig. So. Komm her. Ja, ja. Ah. Okay, also wenn er wiederkommt, darf man nicht zu nah dran sein, sonst kassiert man. So. Da kommt nämlich die VHS-Fresse über den Boden. So. So, aus. Ach, ich war doch weg. Jetzt dürfte er so langsam mal sterben. Ach so, ist er schon. War nämlich knapp. Und zurück. Ah, das war zu einfach. Das war zu einfach. Ist hier noch was? Nein. Gehen wir zurück. Mal gucken, ob die Gegner gerespawnt sind. In der Zeit natürlich. Komm, kurzer Prozess. Ach, das ist... Ich dachte, die Shotgun ist One Shot, One Kill. Zumindest hat sie aber einen guten Knockback. Dadurch kann ich hier runterschieben. Okay. Ich dachte, der fällt in die Kotgrütze. Okay, die Vögel kann man nicht. Raum der drei Schalter. Okay. Die drei Schalter. Achso, ich muss nichts machen. Ist schon. Floppy Disk, Backup. Ja. Aha. Was beten die so an? Den Datenstrom. Beam mich rauf, wenn ich zurückgehe. Die Tränen des Schöpfers. Ja, hör auf zu tanzen. Wir haben Arbeit zu erledigen. Hier kommen wir nicht rein. Zugang zum Heim des Meisterkotwandlers. Zugang ins Portal zum vergessenen Wald. Was haben wir da hinten noch? Auch zu Zugang zum schwangeren Programm. Und hier können wir Glocken läuten. Das ist wahrscheinlich der Bösewicht zu 100%. Was haben wir hier? Nix. Quatsch noch mal mit dem kurz. Die Tränen des Schöpfers, der Held ist gekommen, deshalb singe ich. Die Priester warten, genau wie die Kröte, die im dunklen Schatten seines Heims quakt. Und ein geheimes Portal, das den Beobachter beobachtet. Transzendenzsymbole, Sprungmuster und der Wasserfall, und dem die Tränen. Okay, einfach eben so ein Gequake. Und das garantiert der Bösewicht hier. Sind wir sicher? Nee. Stuckmaster, Narita Boy, willkommen bei den Tränen des Schöpfers. Der doppellachsigen Metapher der Schöpfung. Ich bin der Wildhüter, das Kontrollprogramm des vergessenen Waldes. Der vergessene Wald, jenseits dieses Portals, in seinem Herzen wirst du die Dreiergabelung finden, den Pfad der drei Zweige. Durch die Dreiergabelung erlangst du den Zugang zu den Häusern der Trichroma. Du musst durch die Häuser reisen, um die Erinnerung des Schöpfers zu befreien. Aber eins nach dem anderen, erkunde zuerst diese Region und befreie die Erinnerung des Schöpfers, die aus ihrem Code dringt. Suche nach dem Meisterkotwandler. Er ist ein weißes Programm aus dem vergessenen Wald, der Tierformen kompilieren kann. Du musst den vergessenen Wald in der Form eines Tierkurs durchqueren. Es gibt keine andere Möglichkeit. Energetisch Aufladung laden. Du hast den Balken für die Trichroma-Kraft freigeschaltet. Fülle den Balken, indem du Stallionsschaden zufügst. Also einfach raushauen, also ne, kriegen wir noch, ne? Halte energetische Aufladung gedrückt, um einen Block Trigonhaft gegen ein Leben einzutauschen. Ah, okay, also ich hau raus, dann ich bekämpfe die Gegner, dadurch füllen sich diese Trichroma-Balken auf und ich kann das wieder ausgeben, um mich zu heilen. Also ich werde dafür bezahlt, offensiv zu kämpfen. Wie offensiv sehen wir dann? Okay, ich soll es wahrscheinlich direkt mal ausprobieren. Ihr seht, okay, die Heilung ist nicht so stark, dass man hier... Ich kriege ja fast gar keinen Balken zusammen, obwohl ich drei Gegner hier weggeslasht habe.
Stamper. Okay. Wollte gerade sagen, neuer Gegner. Ah. Genau, das war jetzt mein Superschuss übrigens. Das habt ihr den auch mal gesehen. Dafür verbrauche ich aber auch regelmäßig alle. So, jetzt mal hier. Was? Ich krieg nur ein Leben zurück? Oder ich hab halt. Oder ich wurde unterbrochen während der Heilung. Bin mir nicht sicher. Ach, jetzt aber. Okay, also ich krieg echt nur ein Leben zurück, ein Balken. Halle der Hauptpfad zu den Tränen des Schöpfers. Ich will ein Tier werden und keine Tränen sehen. Okay, Boss. Daddy Bomb. Okay. Einfach mal den Superschuss rausgehauen. Was? Der kommt wieder? Das erinnert mich immer so ein bisschen an das tolle Meme, wenn du gegen einen Boss kämpfst und du dich 17 Mal heilst und der Boss dann einmal so excuse me, was für ein Scheiß machst, so ungefähr. Und was ihr auch gesehen habt, ich muss wirklich immer jeden Gegner besiegen, sonst komme ich nicht weiter. Und was hängt da oben? Okay, ich muss irgendwo einen Code herbekommen, sonst liege ich nicht. Warlock. Okay, komm jetzt nur noch Bossgegner oder was ist jetzt los? Soll ich dich denn besiegen, du Kobold da oben? Komm runter! Was traut er sich nicht? Ah, doch jetzt traut er sich runterkommen, natürlich, wenn ich abgelenkt bin. Wie soll ich den denn besiegen? Komm runter, du Otto! Ich spring jetzt. Ja, ich glaube, ich muss den wirklich immer so einen Treffer in der Luft machen. Ah, ich glaube, ich stick ein bisschen, wenn ich. Ah, wenn man in der Luft ist, man fällt nicht direkt runter, wenn man angreift. Man bleibt so ein bisschen dran kleben, sage ich mal. So, hier heilen. Hier, ja. Ah, jetzt. Da, man bleibt so ein bisschen. Man kann ein paar. Hallo? Na, damit hat er nicht gerechnet. Und ich habe nicht, dass er explodiert. War jetzt nicht so nett. So, die machen wir direkt. Das hat er überlebt. Ah ne, sind neue. Heilung direkt raus. Okay. Beta-Tesserakt. Ey Leute, ich will mich doch nur. Ich will ein Tier werden und ein Teleportationsteil. Die Kröte. Ich werde eine Kröte. Oh, ne, da mache ich nicht mit. Der Meister-Codewandler hat mein Quark-Skript modifiziert, damit ich mit dir reden kann. Das ist aber eine komische Kröte. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Quark zu sagen. Toll. Was viel Glück bedeutet. Man kann damit auch Gelb, Freude und Zufriedenheit ausdrücken. Siehst du mein Symbol? Finde zwei weitere, um zu transzendieren. Ah, also Gelb ist dieses, dieses C für Quark.
Genau. Finde zwei Stift und Papier können dir helfen, und wenn dein Gedächtnis dich im Stich lässt. Könnten wir rein theoretisch. Wir probieren es einfach mal ohne. Okay, gelb ist C. Gelb für Quark. Ich lasse mich anbeten von euch. Und XXX. In Tron würde man jetzt erst in die Parallelwelt kommen, aber hier bin ich schon. Kann ich jetzt mit dir quatschen? Ah, okay. Gelb ist C, drei blaue Vierecke. Und den Rest probieren wir jetzt einfach aus. Ne? Ihr hättet auch rot ans andere Ende machen können, dass man das einfach Quicken Error jetzt hier. Gelb ist C, Entschuldigung. Quicken Error hier durchprobieren könnte. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige Weg ist. Doch, das letzte. Ja. Jetzt meditieren wir und dann können wir den Geist des Schöpfers, dann lernen wir wieder mehr über ihn. Ich glaube, da wollte sich einfach irgendein Entwickler einfach selbst ein Manifest in dieses Spiel nach auf. Dieses Spiel programmieren. Und dann können wir immer was über den Entwickler lernen. Genau. Gehen wir ins zweite Haus. Im ersten waren wir nämlich schon. Hier haben wir schon. Nee, warte. Ja, doch. Hier waren wir schon drin. Da können wir nicht rein. Jetzt gehen wir halt ins zweite Haus. Genau. Und hier machen wir wirklich nichts, außer rumgehen. Und dann mit diesem Bild des Schöpfers quatschen. Ich erinnere mich an den Duft des Rasierschaums meines Großvaters, an die faltigen Hände meiner Großmutter und an den jahrzehnten Geruch nach Zuneigung und Verständnis. Das sind dann wohl die. Und ich erinnere mich an Mutter, das ist die nächste, vor allem an Mutter, wie sie die Götter des Tempels beschwor. Zwei klatschende Hände, deswegen klatschen sie auch wahrscheinlich auch dauernd. Ein klickendes Geräusch, dann die plötzliche furchterfüllende Verbeugung und das Zittern von der Macht. Jenseits des Tempels. Ja, und da ist unser Symbol. Bete uns an. Oh, ja. So viel dazu. Nein, ich wollte nicht. Ja. Das sind immer diese kleinen Erinnerungen, die man hier jetzt anscheinend so freispielt. Ne? Und man muss diese, alle 12 sind es hier, glaube ich, freispielen. Und dann sieht man da ein bisschen was. So, Speicherkarte bekommen wir hier noch was? Nein, können wir nicht. Hier können wir nichts machen. Speicherkarte bekommen. Glockenlaut immer noch. Da kriegen wir garantiert irgendwann hier unsere Tierform. Und dann dürfen wir bei dem Hüter in den Wald. Und so wie es halt ist. Also, lassen wir es an der Stelle. Ihr könnt gerne selber herausfinden, wie es jetzt weitergeht. Ihr lernt da in diesen 12 Kapiteln mehr über den Entwickler. Also, den Gottschöpfer dieses Programm, wo wir drin spielen lernen. In diesen 12 Kapiteln. Es wird jetzt halt immer mehr vom Gleichen sein, so ungefähr. Klar, ihr werdet euch mehr heilen können. Habt ihr das gesehen? Man hat 4 Balken. Ich konnte jetzt bis jetzt nur einen nutzen. Es werden auch neue Gegnertypen dazukommen. Ne? Gerade bei den Bossen werden auch neue dazukommen. Und dann wird es weitergehen. Ihr könnt es gerne selber ausprobieren. Ist jetzt rausgekommen. Ich für mich persönlich, ihr wisst es, ich habe schon ein paar Sachen gespielt. Es ist jetzt nicht mein Genre, diese 2D-Jump'n'Run-Plattformer. Ist nicht meins, obwohl ich mich, glaube ich, dieses Mal mit am besten von allen, die ich bis jetzt gespielt habe, angestellt habe. Also irgendwo ist der Trainingseffekt da oder das Spiel ist entgegenkommend für mich, weil man konnte doch ein bisschen Hack'n'Slay, also ein bisschen Button-Smashing hat schon trotzdem viel geholfen. Wenn ihr Bock drauf habt, schaut euch es einfach selber an, ist jetzt draußen. Ich für mich persönlich, wie gesagt, ist nicht meins, aber jedem das seine. Dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, mal gucken, was mich erwartet. Bis dahin nicht vergessen, beim U-Bahn-Fahren immer beide Türen aufmachen, wenn ihr ein- oder aussteigt. Bis dahin, macht es gut. Ciao.